Hallo und herzlich willkommen im St. Martini Krankenhaus in Duderstadt. Wir möchten dir gerne die Ausbildung im Bereich Gesundheits- und Krankenpflege vorstellen. Mit, ich habe hier die Infusion gegen Schmerzen. Ja. Wir hatten ja gerade darüber gesprochen. Mhm. Ich hänge Ihnen das mal an. Tut das auch nicht weh beim Anhängen? Das sollte nicht wehtun. Könnte aber ein wenig kühl werden in der Vene. Okay. So. Dankeschön. Hallo. 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 Na, wie geht's dir? Auch noch ein bisschen Bauchschmerzen. Geht auch vorbei. Na klar. Hallo Daniel. Hi Linda, wie geht's? Was machst du denn hier? Ich mache hier meine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger. Aber ich dachte, du bist in der Industrie. Ja, nach ein paar Jahren hatte ich da echt keine Lust mehr und bin total froh, hier zu sein, mit Menschen, für Menschen zu arbeiten. Das ist echt genial. Ach so. Mhm. Was machst du jetzt eigentlich? Ja, ich bin noch in der Schule und ich weiß noch nicht, was ich machen soll, welche Richtung mir Spaß machen könnte und ich habe noch gar keine Ahnung. Also wenn du Lust hast, kann ich dir gerne das Krankenhaus zeigen, das, was ich so mache. Ich habe gerade ein bisschen Zeit. Vielleicht interessierst du dich ja dafür. Ja, das klingt toll. Wäre das okay für dich? Na klar. Geht los. Ich habe sowieso noch eine Untersuchung. Okay. Gut. Das ist unsere Intensivstation mit 13 Betten. Hier werden die Patienten überwacht. Hier zum Beispiel auf dem Monitor kann man die Herzfrequenz sehen oder den Blutdruck der Patienten. Jetzt müssen wir aber mal ganz schnell zur Seite. Intensivstation? Ja, wir kommen sofort. Das ist total typisch für die Intensivstation. Hier muss man sich sehr schnell auf eine neue Situation einstellen können. Wenn du möchtest, zeige ich dir noch ein Schwerkrankenzimmer. Ja, gerne. Ich muss da mal kurz reinschauen. Das geht jetzt leider nicht. Die Situation ist etwas schwierig. Hey Patrick, ist alles in Ordnung? Ja Daniel, der Patientin geht es nicht so gut. Sie liegt momentan im Sterben und ich begleite sie auf ihrem letzten Weg. Ja, das gehört auch zu unserem Beruf dazu, den Menschen im Sterben zu begleiten. Ich finde das klasse, dass ihr in solchen Situationen für die Menschen da seid. Okay, dann möchten wir aber auch nicht weiter stören und wir gehen dann weiter. Danke Patrick. Gegen Elias Operation. Wie geht's dem aktuell heute Morgen? Hi zusammen. Hallo. Hallo, was treibt Sie denn hierher? Ich zeige Linda gerade hier, was wir so machen. Das ist aber schön. Und was passiert hier? Wir bereiten gerade die Visite vor. Ich begleite den Herrn Bischlopp heute zur Visite und Frau Reinhold, meine Praxisanleiterin, unterstützt mich noch ein bisschen und zeigt mir noch mal, worauf ich achten muss. Es wird nämlich immer auch zu bestimmten Themen eine Praxisanleitung angeboten, was in der Theorie so erlernt wurde. Das wird dann auch unter Anleitung in der Praxis nochmal durchgeführt, damit man selbstständig und sicher arbeiten kann. Das ist auch das Schöne an unserem Beruf, dass wir in einem Team zusammenarbeiten oder auch mit anderen Berufsgruppen. Und welche Berufsgruppen sind das? Zum Beispiel heute gehe ich ja mit dem Arzt mit oder mit Physiotherapeut, mit Ernährungsberater, sowas zum Beispiel. Entschuldigung, darf ich mal bitte die große Akte haben für die Ernährungsberatung? Frau Müller. Frau Müller, ja. Danke. Tschüss. Okay, super, vielen Dank. Ich denke, wir können dann auch weitergehen. Ciao, tschüss. Ciao. Tschüss. Gut, den schauen wir uns dann bei der Visite an, wie es ihm geht, ja? Ach, der Unterkurs fährt heute noch auf Klassenfahrt. Ich wollte da echt gerne mal Ciao sagen. Die fahren auf Klassenfahrt? Klar, jeder Kurs fährt auf Klassenfahrt. Das ist ja der Hammer. Ja, letztes Jahr waren wir in München. Yeah! Jetzt geht's los! Das ist gut, ne? Ja. Hallo. Ach, hallo Daniel. Das ist Linda. Ich habe dir heute unser Krankenhaus gezeigt und unseren Beruf ein wenig näher gebracht. Linda, hallo Frau Otto. Ja, ich habe heute einen schönen Einblick gehabt. Ich habe sehr viele spannende Sachen gesehen. Es hat mir sehr gut bei Ihnen gefallen. Das freut mich sehr, dass es Ihnen so gut gefallen hat. Wenn Sie Interesse haben, können Sie sich gerne bei uns bewerben. Also wir freuen uns auf Sie. Aber jetzt muss ich ganz schnell los, weil jetzt geht es nämlich auf Klassenfahrt. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Viel Spaß. Tschüss. Tschüss. Danke.
Danke, Daniel. Jetzt weiß ich, was ich machen möchte. Super. Und wie sieht es bei dir aus?